So, Hausaufgabenkontrolle. Kevin, du musst nicht schon wieder die Hausaufgaben von Max abschreiben in letzter Minute. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht kennen die einen oder anderen von euch das Gefühl, dass ihr gewissen Schülerinnen oder Schülern einfach die ganze Zeit hinterherrennen müsst. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Hast du es jetzt noch nachgeholt von dem, was du vorgestern nicht gemacht hast und so weiter? Für mich war das früher so eine Qual, die ganze Zeit dieses Hinterherrennen, dieses Kontrollieren. Und dann ist sowieso die Frage, ob gewisse Schüler es einfach abgeschrieben haben oder es ernst nehmen oder nicht. Und wir müssen uns grundsätzlich einfach mal fragen, was ist überhaupt die Idee der Hausaufgaben? Was sollen sie bringen? Und das Ganze muss man auch in Anbetracht von den Anzahl Lektionen, die die Schüler bereits wöchentlich haben, anschauen. Die meisten Schüler haben irgendwo zwischen, ich sage jetzt mal, vielleicht 23 bis 33 Lektionen Schule die Woche. Und dann kommen noch Tests dazu, vielleicht größere Arbeiten, die sie abgeben müssen. Und kein Wunder, gibt es so viele Schüler, die gestresst sind. Und es gibt inzwischen auch schon Fälle von Kindern und Jugendlichen, die fast Burnout-Symptome zeigen. Und bei dieser Situation stellt sich einfach die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft eine Schule kreieren, in welche Schüler gerne gehen und Freude am Lernen haben? Und wenn es einfach ein Übermaß an Hausaufgaben und ein Übermaß an Dingen, die sie tun müssen, auf die sie vielleicht auch gar nicht immer Lust haben, dann ist wirklich die große Frage, tun wir das Richtige als Lehrpersonen, die junge Menschen aufbringen sollen, die lebenslang lernen wollen sollen? Das waren jetzt gerade ein bisschen viele Modalverben hintereinander. So, und nun jetzt die Frage, was sagt die Wissenschaft? Beispielsweise Hattie, die riesige Metastudie, also eine Studie, die über tausende Studien gemacht wurde. Und hier auf Seite 234 zeigt Hattie auf, dass Hausaufgaben im Mittelwert, also im Durchschnittswert meine ich, einen Effekt von 0,29 haben. Und das ist unterdurchschnittlich von eigentlich dem Mindestwert von 0,4, was Hattie sagt. Mindestens 0,4 sollte ein Effekt haben oder ein Faktor haben, damit es wirklich Einfluss auf das Lernen hat. Alles, was unter 0,4 ist, ist ein Faktor oder ein Einfluss, der nicht so viel Lernen bei den Schülern bewirkt oder einen Lernerfolg unterstützt von Schülerinnen. Und das bedeutet grundsätzlich, dass mit 0,29 Hausaufgaben im Durchschnitt einen nicht so großen Effekt haben. Man muss aber dabei auch bedenken, dass es sogenannte Moderatoren gibt, also noch zusätzliche Einflussfaktoren, die dazu einkommen, wie beispielsweise, welche Typ von Hausaufgaben sind es, vielleicht wie lange dauern die Hausaufgaben und so weiter. Also es gibt sehr verschiedene Faktoren, die da mitspielen. Es kommt auch darauf an, welches Alter das die Schüler haben und so weiter und welche Schulstufe das es ist. Aber es gibt so zwei, drei Grundsätze, die man sagen kann. Hausaufgaben sollten relevant natürlich zum heutigen Unterricht gewesen sein. Sie sollten eher kurz sein. Und sie sollten für alle Schülerinnen und Schüler realistisch sein, also so, dass die Schüler weiterhin motiviert sind, diese Hausaufgaben und Aufgaben allgemein zu lösen, weil es nicht viel zu überfordernd für sie ist. Gut, und jetzt ist die Frage, wie hat sich, ich sage jetzt mal, mein Berufsleben als Lehrperson deutlich verbessert in Bezug auf Hausaufgaben im Vergleich zu früher? Früher habe ich alles kontrolliert, immer gesagt, jetzt macht er das, jetzt macht er das, jetzt macht er das. Aber ich bin jetzt in einem Schulsystem, das nennt sich selbstorganisiertes Lernen. Man kann es auch Lernatelier oder Postenlauflernen oder wie auch immer nennen. Es bedeutet einfach, dass man anstatt dass man als Lehrperson genau taktet, wann welche Aufgaben rausgegeben werden, dass man alle Aufgaben von Anfang an als Paket bereitstellt und den Schülern übergibt, sie natürlich anleitet, wann man was machen kann, damit sie nicht überfordert sind mit der großen Menge auf einmal. Aber dass schlussendlich all diese Aufgaben irgendwie in die Beurteilung mit einfließen. Sei es in einer Arbeit, in einen Test oder sonst in eine Form von Beurteilung. Und das bedeutet einfach, dass du als Lehrperson die Verantwortung den Schülern übergibst. Und das bedeutet, in meinem Fall, ich gebe eigentlich nur noch heute Hausaufgabenempfehlungen. Ganz selten sage ich mal, auf dann müsst ihr wirklich das fertig gemacht haben. Das sage ich vielleicht alle drei, vier Wochen mal, zum Beispiel im Deutschunterricht. Aber ansonsten wissen die Schülerinnen, ein Thema bearbeiten wir während, sage ich mal, 4 bis 6 Wochen und am Ende dieser 6 Wochen steht zum Beispiel ein Grammatiktest an. Das bedeutet, ich gebe den Schülerinnen einen Zeitplan, wann es Sinn macht, an welchen Aufgaben oder mit welchen Aufgaben fertig zu sein, aber schlussendlich ist es ihre eigene Verantwortung, dass sie bereit für diesen Grammatiktest am Schluss bereit sind. Als Beispiel.
Und natürlich tue ich trotzdem regelmäßig wöchentlich die Aufgaben anschauen, die sie gemacht haben. Und wenn ich dann merke, dass bestimmte Schülerinnen wenig oder gar keine Hausaufgaben oder Aufgaben im Unterricht machen, dann werde ich versuchen, ins Gespräch zu kommen und sagen, hey, was ist los, warum machst du die Aufgaben nicht, kann ich dir helfen, bist du überfordert, kann ich dir irgendwas erklären und so weiter, und versuche sie da anzustupsen, damit sie selber ins Rollen kommen. Aber so hat sich meine Rolle enorm verändert von jemand, der kontrollieren muss, und dann ist, wie gesagt, die Frage, ist da sowieso Qualität dahinter oder nicht, zu, ich sage jetzt mal, diesem modernen Lerncoach, der sagt, okay, das wäre theoretisch der Plan, aber damit ihr mit euren Stärken und Schwächen in eurer Zeit, damit jeder die Zeit haben kann, die er braucht, lernen kann, stelle ich euch die Materialien von Anfang an zur Verfügung, und es wäre gut, wenn ihr in diesem Zeitraum etwa so und so fertig seid, damit ihr am Schluss bereit für die Beurteilung, für die Lernstandserfassung seid. Also da diesen Switch zu machen. Und wer mehr über dieses Soll, selbstorganisiertes Lernen wissen möchte, ich habe schon ein, zwei Videos gedreht dazu. Ihr könnt einfach dazu in meinem YouTube-Account mit den Videos Soll eingeben, individuelles Lernen und so weiter, dann könnt ihr mehr über dieses System erfahren. Es gibt auch ein Buch dazu, was auch in diesen Videos jeweils verlinkt ist. So, das wär's für heute. Ich möchte euch einfach dazu anregen, darüber nachzudenken, was bringen Hausaufgaben wirklich, was ist das Ziel von Hausaufgaben, und euch einfach mit diesen Büchern wie Hattie auseinanderzusetzen oder anderen Büchern. Die Links sind in der Videobeschreibung. Wenn ihr übrigens eins bestellt, dann könnt ihr mich so unterstützen, weil ich eine winzige Provision erhalte von jedem Buch, das ihr bestellt, oder auch andere Dinge. Kosten tut es euch nicht mehr. Aber ich möchte einfach, dass ihr euch weiterentwickelt als Lehrperson, euch mehr darüber Gedanken macht, was ist wirklich wichtig, was bringt unseren Schülern wirklich weiter, und so einfach auch eine bessere Lehrperson wird und eine einflussreichere Lehrperson wird. Das wär's für heute. Wir sehen uns nächste Woche oder beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.